Die alles entscheidende Frage für die weitere Entwicklung der Märkte in den nächsten Wochen und Monaten lautet aus meiner Sicht, wer gewinnt das Chicken Game, die US-Notenbank Fed oder die Aktienmärkte? Warum ist es ein Chicken Game? Weil hier zwei Spieler aufeinandertreffen, die unterschiedliche Interessen haben. Die einen wollen, dass die Nachfrage nach unten geht. Das beinhaltet auch fallende oder zumindest nicht steigende Aktienmärkte. Und die anderen wollen gerne steigen, weil sie sagen, Mensch, wir haben doch irgendwie einen Anspruch drauf. Wir haben doch die Fed immer gehabt als Sicherheitsnetz unter unserem Hintern. Das kann doch nicht einfach aufhören. Und außerdem geht doch die Inflation zurück. Und die Schulden, die sind so hoch. Du kannst doch nicht wirklich, wie die Fed sagt, die Zinsen so weit anheben und dann vor allem oben lassen. Das wird doch nicht funktionieren. Das ist also die Konstellation. Und die Frage ist, wer hat recht, wer setzt sich durch? Und das will ich in diesem Video jetzt mal nochmal auf den Punkt bringen. Letztes FOMC-Protokoll, also das war vor, glaube ich, zwei Wochen ist das gewesen, da war der ganz klare Satz, die ganz klare Ansage, die Mitglieder der Fed warnen davor, dass die Öffentlichkeit missversteht, wie ernst es ihr mit ihrer Politik ist, weil die Geldpolitik der Fed über die Finanzmärkte wirkt und wenn hier eine unwarranted easing in financial conditions der Fall ist und zu diesen financial conditions gehören die Aktienmärkte, gehören die Anleihenmärkte und die Kreditvergabe respektive deren Kosten. Also wenn das Ganze zu lax wirkt, dann steigt die Nachfrage, das wiederum macht die Inflation dauerhafter, dann müssen wir als Fed weiter gegen diese Inflation kämpfen und heute hat Steve Leisman von CNBC, der einer der besten Fed-Kenner sicherlich, den es auf diesem Planeten gibt, diese Frage nochmal aufgeworfen, nämlich das Gap zwischen der Fed auf der einen Seite und den Märkten auf der anderen Seite. Jene Märkte, die sagen, doch, doch, Fed, du wirst in 2023 die Zinsen senken, du kannst nicht anders, entweder weil eine Rezession kommt, weil die Schulden nicht tragfähig sind, weil die Inflation nach unten kommt. Alles ja sehr logische Argumente. Und jetzt ist die Frage, was wird passieren? Welche Entwicklung wird daraus abgeleitet? In diesem Clip, den Steve Leisman bei CNBC gemacht hat, da zeigt er ein Interview mit Randy Quarles, ehemaliger Vizechef der US-Notenbank, noch nicht so lange raus, weil, soweit ich das erinnere, der Vorgänger von Lael Brainard, der sagte, the more the markets don't listen to the Fed, the harder it is for the Fed's policy to have an effect. Also je weniger die Märkte der Fed glauben oder die Fed ernst nehmen, umso schwerer ist der Job für die Fed, eben die Nachfrage nach unten zu bringen. Und unten sieht man das in dieser Grafik. Die Fed will ja die Zinsen um 5%, knapp über 5% anheben, dann da belassen. Die Märkte preisen ein, nö, ihr werdet schon in 23 die Zinsen senken. Das ist das sogenannte Chicken Game. Wenn also zwei Spieler sozusagen aufeinandertreffen, die komplett unterschiedliche Interessen haben, wenn einer aufgibt, wenn einer diesen Zweikampf dann ausweicht oder irgendwie aufgibt, dann hatte der andere gewonnen. Der Verlierer ist das Chicken. Deswegen im Englischen der Name Chicken Game. Im Deutschen gibt es vielleicht den Begriff Feiglingsspiel, das Szenario einer Mutprobe. Zwei Sportwagen fahren mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu. Wer ausweicht, beweist damit seine Angst und hat das Spiel verloren. Weicht keiner aus, haben beide Spieler zwar die Mutprobe bestanden, aber sind vielleicht auch beide tot. Das könnte nämlich auch dann passieren. Aber gucken wir uns mal drei Lösungsmodelle an für diesen Konflikt, für dieses Chicken Game, die Steve Leisman heute bei CNBC gegeben hat. Die erste wäre, naja, die Fed sagt, okay, ja stimmt, ihr habt recht, liebe Märkte, die Inflation kommt ja runter und das Ganze wird auch nicht wieder nachhaltig nach oben gehen. Dementsprechend müssen wir die Zinsen nicht so stark anheben, respektive könnten die Zinsen auch dann wieder senken. Halte ich für extrem unwahrscheinlich, widerspricht all dem, was die Fed in den letzten Tagen und Wochen gesagt hat. Einzige Option, die ich für diese Variante sehe, wäre eine scharfe Rezession, sodass die Fed sagt, aufgrund dieser Rezession ist es vielleicht doch ratsam, die Zinsen jetzt zu senken. Die Inflation geht deutlich zurück, aber ansonsten halte ich diese Möglichkeit für sehr, sehr unwahrscheinlich. Die zweite Möglichkeit wäre, die Fed und die Märkte treffen sich irgendwo in der Mitte. Also, dass zum Beispiel die Märkte aufhören zu sagen, ja, ich werde auf jeden Fall die Zinsen senken. Das ist für die Fed aus Sicht der Fed kontraproduktiv.
Aber dafür würde die Fed dann sagen, okay, wir senken jetzt so langsam mal unsere Inflationsprognose oder unsere Zinsprognosen. Also, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet, finde ich jetzt auch nicht so super wahrscheinlich. Kann passieren, aber ist wahrscheinlicher als die erste Option außerhalb einer Rezession, aber weiß ich nicht. Oder die Märkte müssen sich der Fed anpassen. Das genau sagt die Fed. Das hat gestern etwa James Bullard so klar gesagt. Ihr müsst auf uns hören, sonst haben wir ein Riesenproblem, denn ihr Märkte unterschätzt, wie hartnäckig eine Inflation sein kann. Deswegen hat er gestern gesagt, ja, wir müssen die Zinsen auf über 5% anheben. Müssen sie da belassen. Die Märkte würden erwarten, dass die Inflation sinkt, aber die Geschichte zeige etwas anderes. Ich hatte das heute im Videoausblick schon thematisiert und man muss wahrscheinlich wissen, und das haben die FED-Mitglieder immer wieder gesagt, das hat Paul auf der letzten Pressekonferenz immer wieder gesagt, wir wollen vermeiden, dass so ein Szenario wie in den 1970er Jahren auftritt. Das ist sozusagen das Trauma der FED, das hat man als großen, großen Politikfehler in Erinnerung. Dementsprechend will man das unbedingt vermeiden. Damals war das ja so, weil 73 Yom Kippur-Krieg, Ölembargo, Energiepreise nach oben, Inflation nach oben, Fed reagierte mit Zinsanhebungen. Dann entspannte sich die Lage. Dieser Boykott wurde deutlich gelockert seitens der Ölstaaten. Daraufhin die Inflation wieder nach unten. Die Fed senkte die Zinsen, alles schien gut. Dann kam die Iran-Revolution, wieder Knappheit an Öl, Inflation nach oben, Fed musste massiv reagieren. Das will man nie wieder haben, dass man dann, so wie damals Paul Volcker, praktisch die Zinsen auf fast 20% oder auf 20% anheben musste. Das ist sozusagen das Urtrauma der Fed. Ein solches Trauma hat die EZB nicht, weil sie schlichtweg ja jünger ist. Die gibt es noch nicht so lange. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den man verstehen muss. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick getitelt Inflation, die Ideologie der Fed und der Glaube der Märkte. Da habe ich dieses Mantra der Fed mit den 70er Jahren als Ideologie bezeichnet. Vielleicht ein bisschen schwierig, dieser Begriff in diesem Zusammenhang, aber ich halte ein Stück weit daran fest. Warum? Weil damals waren das halt Sonderereignisse, Yom Kippur-Krieg und dann nochmal die Iran-Revolution. Jetzt hatten wir als weitgehende Basis für diese Inflation nicht nur die Ausweitung der Geldmenge, sondern Corona und dann eben Ukraine-Krieg, auch zwei Ereignisse. Aber dass jetzt nochmal so ein Mega-Ereignis kommt, steht in den Sternen. Jetzt hat hier wieder ein sehr, sehr guter Kommentar bei Finanzmarktwelt sagte folgendes: Meine These lautet, im Gegensatz zu damals kann sich die Fed in der derzeitigen Situation bei der Inflationsbekämpfung keinen zweiten Anlauf mehr leisten. Und er sagt, also ich denke nicht, dass das ideologisch ist. Man könne nämlich die Angst vor der Wiederkehr der 70er Jahre Inflationsentwicklung, man kann es aber eben auch nicht gänzlich ausschließen. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme der Fed zur Vermeidung eines Kontrollverlustes. Ja, da ist es sicher, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Punkt, Vorsichtsmaßnahme, aber es ist natürlich eine Theorie, wenn man so will, es ist ein Modell. Oh, seht ihr, in den 70er Jahren, wenn Inflation raufkommt und dann wieder runterkommt, dann musst du vorsichtig sein, weil sie wieder raufkommt. Das ist ein Modell, das man sozusagen aus den 70er Jahren schlicht dann übernimmt. Insofern halte ich das schon für ideologisch, aber sei es drum. Jedenfalls ist das letztendlich dieser maßgebliche Konflikt. Und hier sehen wir das nochmal in der Bepreisung. Die Märkte sagen zur Fed, die Wirtschaft verträgt nicht ein restriktives Zinsniveau auf längere Zeit. Die Verschuldung erlaubt das sowieso nicht, dazu gleich mehr. Heute dann Aussagen des CFOs, des Finanzchefs der Bank of America, der nochmal darauf hinweist, dass die Credit Card Delinquencies deutlich zunehmen, also dass die Leute ihre Kreditkartenschulden nicht mehr bedienen. Aber hier sehen wir nochmal das, was die Märkte einpreisen, wie stark die Märkte an der Fed zweifeln. Hier sehen wir etwa die 3-monatige US Treasury Bill, die notiert jetzt, rentiert genauer gesagt, 1,23% höher als die Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe. Macht normal überhaupt keinen Sinn, dass eine kürzer laufende Anleihe viel höher rentiert als eine länger laufende, weil ja, wenn ich jemand für 3 Monate Geld leihe, das Risiko in der Regel geringer ist, als wenn ich jemand auf eine Laufzeit von 10 Jahren Geld leihe, weil in diesen 10 Jahren eben viel passieren kann. In 3 Monaten der Zeitraum schlichtweg kürzer ist, dementsprechend auch das Risiko. Das ist die invertierteste Zinskurve jenseits des Jahres 1980 und 81, also wieder diese 80er, 81er, damals Volcker mit dieser massiven Anhebung der Zinsen. Jetzt kommt noch dazu,
Die FED hat ja immer Gewinne gemacht, hat diese Gewinne dann ausgeschüttet an den US-Staat. Das ist jetzt vorbei. Seit September macht man das nicht mehr. Vielmehr macht die FED ja pro Woche Verluste, weil die Zinsen, die sie den Banken bezahlen muss, die praktisch dort eine Einlage bei der FED machen, viel höher sind als das, was sie praktisch an Anleiherenditen bekommt, die sie noch in ihrem Portfolio hatte, nach dem Start ihres Quantitative Easing. Und insgesamt die US-Staatsverschuldung wird immer teurer mit den steigenden Zinsen, wenn jetzt neue Anleihen emittiert werden. Die haben schon deutlich höhere Zinsen als etwa noch Emissionen von vor 2 Jahren. So, alle sehen, die Inflation kommt runter. Alles klar. Deswegen sagen sich die Märkte, die Inflation kommt runter, die FED wird das irgendwann anerkennen. Aber jetzt sehen wir, dass eben die Arbeitslosigkeit nicht wirklich steigt. Erstanträge sehr gering, auch die fortgesetzten, die Continuing Claims sind jetzt nicht praktisch so wirklich hoch. Und natürlich entsteht jetzt auch Kritik an der FED. Die FED hat ja 2 Mandate, einmal Preisstabilität, da hat man seine Schwierigkeiten gehabt. Jetzt das 2. Mandat noch Arbeitsmarkt, und da sagt jetzt Elizabeth Warren von den Demokraten, ja, Inflation is slowing, aber Millionen von Amerikanern verlieren ihren Job oder sind im Risiko, ihren Job zu verlieren. Das geht doch nicht. Ihr habt doch 2 Mandate, da müsst ihr was tun. Und Inflation geht eh zurück. Heute die Inflationserwartungen im Rahmen des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan deutlich rückläufig. Also die Leute werden optimistischer in Sachen Inflation, und die Wall Street sagt, ey Mensch, hier in Gestalt eines JP Morgan Analysten, ihr, nämlich die FED, habt doch sowieso den Kampf jetzt schon gewonnen gegen die Inflation. Jetzt lasst doch mal die Sache mit den Zinsen ruhen. Ähnlich hatte sich schon Jamie Dimon geäußert, der gesagt hat, ach, wir könnten doch jetzt mal ein paar Monate abwarten und mal gucken, was passiert, zumal eben der ökonomische Ausblick doch relativ unsicher ist. Und hier Goldman Sachs mit der Aussage, wir haben jetzt so viel negative Gewinnrevisionen wie noch nie außerhalb der Jahre 2008 und 2020, also Finanzkrise und Corona-Situation. Hier sehen wir die CEO-Confidence, also praktisch das Vertrauen, die Zuversicht der Firmenlenker, die ist extrem niedrig, ist niedriger als normalerweise in der allertiefsten Rezession, und das schafft natürlich dann auch eine self-fulfilling prophecy. Wir sehen ja, dass nicht nur die Tech-Konzerne Leute entlassen, sondern auch die Banken mehr und mehr jetzt beginnen, hier Leute zu entlassen. Jetzt kommt Mark Zandi von Moody's, der sagt, naja, vielleicht sehen wir keine Rezession, auch wenn sich das irgendwie komisch anfühlt mit dieser Wirtschaft, sondern es könnte eine Slow Session werden. It's an economy that doesn't feel good, feels uncomfortable, but it's not recessionary. Also der sagt, ja, vielleicht werden wir keine Inflation sehen. Wir werden sehen, es wäre vielleicht für die Märkte gar nicht so toll, wenn es keine Rezession gibt, weil dann hätte die FED keinerlei Gründe, die Zinsen dann zu senken, so wie die Märkte erwarten. Wir haben heute ja den Beginn der Berichtssaison gesehen mit JP Morgan, not pretty. Da sieht man zum Beispiel Provision for Credit Card Losses steigt deutlich an. Also die Bank legte mehr Geld zurück für den Fall ausfallender Kredite. Die Zahlen, naja, an sich ganz hübsch, aber letztendlich die Aktie zunächst mal deutlich im Minus, hat sich dann erholt. Auch die anderen Banken gemixte Resultate, sagen wir es mal vorsichtig. Und ein weiteres Thema, das auch für eine fallende Inflation spricht, ist der Preiskrieg, der sich jetzt im Autosektor zeigt. Tesla hat jetzt seine Preise nicht nur in China gesenkt, sondern jetzt auch in den USA gesenkt. Hängt damit zusammen, dass man versucht, praktisch hier durch diesen Inflation Reduction Act von Joe Biden praktisch Fördergelder noch zu bekommen, oder dass die Käufer von Tesla-Autos Fördergelder bekommen für den Kauf ihrer Autos. Hier sehen wir, dass sich die Bewertung von Tesla so langsam den anderen Autokonzernen anpasst, aber das ist natürlich eine jetzt sehr, sehr interessante Situation. Tesla heute natürlich unter Druck. Die Aktie Tesla bekommt, wird jetzt die heiße Kartoffel des Jahres 2023. Und jetzt stellt man sich mal vor, Dealers, also Autohändler, wie zum Beispiel Carvana,
Die haben natürlich jetzt ein Riesenproblem, weil wenn die Preise gesenkt werden, dann ist die Marge praktisch futsch und Carvana ist ja eher ein Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz steht. Also da scheinen sich die Dinge nochmal zu verschlechtern. Gleichwohl die Märkte super optimistisch. Wir haben gestern den höchsten NIMO-Close gesehen seit Mai. Wir sind also so überverkauft gewesen wie seit Mai nicht mehr und das, wie gesagt, ist sportlich. Gestern sind wir an der 4000er Marke einmal mehr gescheitert mit einem VIX unter der 20er Marke. Das waren jedes Mal in den letzten Monaten Wendepunkte der Märkte. Muss diesmal nicht so sein, sagt auch Spot Gamma. Aber wenn wir uns heute mal die Indizes in den USA anschauen, gemixt eigentlich, Nasdaq gleich die Minus, also aber mehr oder weniger null. Aber der VIX wieder 3,5% im Minus, jetzt nur noch knapp über 18. Das ist ein interessantes Niveau aus meiner Sicht, aber kommen wir noch zu zwei Artikelempfehlungen. Inflation bleibt höher, als viele denken. Bert Flossbach mit extrem klugen Aussagen, eben auch mit der Frage, ja, was werden die Notenbanken tun? Werden sie irgendwann die Inflation laufen lassen müssen, weil sonst ein Systemcrash droht? Sehr empfehlenswert, sehr, sehr gut, wenn Sie das Wochenende Zeit haben, unbedingt anschauen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Diesel könnte knapp werden, wenn nämlich die Sanktionen starten und das ist sehr, sehr bald. Und dann könnte es sein in 3 Wochen, dass wir ein Dieselproblem haben. Zweite Artikelempfehlung. Ich sage jetzt schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Servus, ciao.